Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal, heute einem Infovideo. Es geht um meinen Fahrarbeitsplatz. Wie viele von euch eventuell schon mitbekommen haben, will ich mich von meinem aktuellen Fahrarbeitsplatz trennen, beziehungsweise von meinem Armaturenbrett. Ich möchte mir ein anderes zulegen aus einem deutlich älteren Oldtimer-Bus. Und dazu möchte ich mein aktuelles veräußern. Und da ihr ja immer wieder fasziniert von meinem Projekt seid, möchte ich das direkt hier auf YouTube kundtun. Ich möchte ganz kurz vorstellen, um was es sich eigentlich handelt. Es handelt sich um den Armaturenbrettträger, der ja eine Metallplatte darstellt, mit allen Elementen drin und mit dieser Sonnenschutzblende. Es gibt aber keinen Rahmen für diesen Armaturenbrettträger, wisst ihr ja. Ich habe da keinen Rahmen, es ist nur dieser Träger, die Blende und die Instrumente. Ich habe aber diesen Kartonagestreifen hier, den kann man unten hinkleben und dann schließt das wirklich sehr bündig ab und sieht wirklich sehr edel aus und wie ein richtiger Rahmen dann im Endeffekt. Ja, das hier ist jetzt nur im Moment zur Abstützung, also kein Problem. Ja, hier sind wie gesagt diese vier Manometer verbaut, alle vier in einem optisch wunderbaren Zustand. Wie auch der komplette Armaturenbrettträger. Ich habe ihn mit einem schwarzen Lack farblich behandelt und auch Oberflächen behandelt, sodass er jetzt wirklich wieder in neuem Glanz erstrahlt. Wie gesagt, diese vier Elemente hier in einem Top-Zustand, genauso wie der Tacho, den man natürlich auch öffnen kann. Der Tachoschlüssel ist vorhanden. Und auch hier innen drin ist alles wunderbar. Die Uhr, wie ihr gerade hört und wie ich auch schon in einem der letzten Videos vorgestellt habe, funktioniert. Genauso wie die Lampe und die Beleuchtung des Tachos. Möchte ich gerade mal demonstrieren, die Beleuchtung funktioniert. Die Funktion des Tachos und dieser Elemente ist eindeutig eingestuft als nicht geprüft. Das heißt, ich hafte oder hafte nicht oder verantworte keine Fehler eurerseits beim Anschluss an das Arduino etc. Das heißt, das ist dann eure Sache, wie ihr das anschließt. Es geht jetzt wirklich nur darum, was bei mir hier funktioniert. Für mögliche Anschlussfehler eurerseits übernehme ich keine Garantie. Diese Elemente hier verfügen über keine Beleuchtung, nur der Tacho. Die ganzen Kontrollleuchten, es sind einige hier, ich glaube es sind 13 Stück. Davon funktionieren 7, denn 7 sind mit einer Lampe ausgestattet, und zwar einer 12 Volt Kfz-Lampe von Osram. Dann hier die Nebelschlussleuchte mit einem Symbol, das sehr unabgegriffen ist, funktioniert auch. Ich möchte es betonen, das Symbol ist wirklich fast fabrikneu. Diese zwei Taster funktionieren auch. Das Zündschloss wird mit Zündnagel geliefert und ist nicht auf Funktion geprüft, wurde also bei mir noch nicht angeschlossen. Alle Schalter, die ihr hier seht, funktionieren, zumindest die mit Beleuchtung, die jetzt eben hier auch leuchten. Die anderen haben ab Werk keine Beleuchtung eingebaut, können also auch nicht brennen. Davon, von diesen Schaltern, wurden einige mit neuen Symbolen und Linsen ausgestattet, zum Beispiel der hier, der hier, der hier, der hier, der hier, der hier und der hier. Die restlichen sind eben ein bisschen abgegriffen, aber die, die Linsen haben, die sind wirklich brandneu. Ich habe sie erst vor kurzem bei MAN bestellt. So, dann haben wir hier das Webasto-Vorwahlgerät, ist auch nicht auf Funktion geprüft. Hier ist der Gangwahltaster, der funktioniert einwandfrei, auch mit der Beleuchtung. Ich schalte gerade mal ein. Funktioniert hier mit der Beleuchtung einwandfrei, wie ihr sehen könnt. Ist also überhaupt kein Problem. Auch mit sehr unabgegriffenem ZF-Logo. Muss man auch mal betonen. Dann hier die Haltestellenbremse, funktioniert optimal. Und der Warnblinker, der auch mit einem ganz neuen Symbol versehen wurde, was finde ich sehr, sehr gut aussieht und sehr rar ist heutzutage, dass man noch einen Schalter kriegt mit einem so gut erhaltenen Symbol. Und er funktioniert auch prächtig. Mit dem Blinkerrelais hier, was ich gerade eingebaut habe, das Blinkerrelais werde ich auch mitliefern. Das heißt, ihr könnt ihn theoretisch so anschließen und hier funktioniert dann auch dementsprechend die Kontrollleuchte. Eine Einlage hier nochmal aus Kartonage für diesen Teil, der eben hier bei mir fehlt. Die wird auch mitgeliefert und dann natürlich auch mein MAN-Lenkrad, das ihr ja schon kennt. Dieses Lenkrad, wie gesagt, wird mitgeliefert und zwar nur dieser Lenkradaufsatz hier komplett, was ihr eben seht. Aber hier unten, dieser Metallaufsatz, den ihr hier seht, und das Logitech bleibt natürlich bei mir. Das heißt hier, das Logitech
Und dieser Aufsatz bis zu dieser Scheibe hier oben bleibt bei mir. Ihr kriegt dann diesen Lenkradaufsatz. Dann weiterhin mitgeliefert wird eine Facecam, die ich schon oft in meinen Aufnahmen für die Sichtsteuerung hergenommen habe. Eine Facecam VGA von Genius. Die ist qualitativ so gut, dass sie zumindest für die Sichtsteuerung ausreicht. Ist eigentlich noch relativ neu, habe ich mir vor 3 Monaten gekauft und funktioniert prächtig mit der Sichtsteuerung. Es ist halt immer nur eine Frage der Einstellungen in FaceTrack, NoIR 5, was dann letztendlich auch funktioniert und was eher nicht. So, das war das. Ich muss mich ein bisschen sputen wegen der Videodauer. Weiterhin mitgeliefert wird mein Gangschalthebel. Den seht ihr hier unten. Dieser hier. Vom Logitech G27. Der lässt sich wunderbar am PC anschließen, also zumindest am Logitech, falls ihr eins habt. Ich möchte ganz klar betonen, dass ich nur diesen Schalthebel verkaufe und nicht das Lenkrad. Ja, der Schalthebel funktioniert, hat aber ein paar kleinere Macken. Er funktioniert in den ersten Gang, in den zweiten Gang, in den dritten und in den vierten, in den fünften, wie in den sechsten und natürlich auch in den Rückwärtsgang. Funktioniert alles prächtig, nur er hat leider das Problem, dass die Feder, die da eigentlich drin sein sollte, locker ist, beziehungsweise nicht mehr richtig vorhanden. Das heißt, er schlackert hier so ein bisschen rum. Er hält nicht mehr von selbst seine Position. Das ist hier im ersten und im zweiten Gang kein Problem. Und im dritten auch noch nicht wirklich. Da bleibt er noch relativ in seiner Ausgangsposition. Aber im vierten will er immer irgendwie nach vorne und geht immer ein bisschen nach vorne. Das heißt, ihr müsstet ihn im vierten halten. Dann funktioniert es auch. Wenn man ihn in seiner Position hält, bleibt er da auch. Im fünften Gang auch kein Problem, im sechsten auch nicht und natürlich auch im Rückwärtsgang nicht. Nur eben im vierten Gang kann es sein, dass er dann nach vorne rutscht, wenn man ihn nicht festhält. Und ich verkaufe den Schalthebel eindeutig als eher Ersatzteil, denn wie gesagt, hier ist er locker und hält seine Position nicht mehr. Und diese Schalter, die hier vorhanden sind, lassen sich natürlich alle optimal einprogrammieren am PC. Das funktioniert alles prächtig. Ich hoffe, dass ich mit diesem Video jetzt einige Leute ansprechen konnte und eventuell der ein oder andere Gefallen an dem Armaturenbrett gefunden hat. Denn einige von euch haben mir ja vielfach geschrieben, sie möchten mit diesem Projekt auch starten und brauchen halt noch ein passendes Brett. Und denjenigen möchte ich jetzt mal die Chance bieten, eins zu erwerben. Ich muss dazu sagen, dass dieses Brett wirklich aus einem UL stammt. Das heißt, wie ihr ja in meinen Videos auch immer schon gesehen habt, ihr könnt dieses Brett 1 zu 1 mit dem OMSI UL quasi vergleichen, denn es sind eigentlich so gut wie alle Elemente die gleichen wie in OMSI eben auch. Das ist ja das Tolle dran. Und so habt ihr eigentlich ein ganz gutes Vorbild für euren Fahrerarbeitsplatz. Ja, ich möchte noch mal kurz anmerken, dass ich alle eure Angebote natürlich mir ansehen werde und dann auch zurückschreiben werde. Nur ich möchte bitte per YouTube private Nachricht kontaktiert werden und nicht per E-Mail, denn in meine E-Mail schaue ich so gut wie nie. Und per YouTube privaten Nachrichten kann ich euch ganz leicht zurückschreiben. Ist alles kein Problem und wir werden uns ganz sicher auch beim Preis einig. Ihr könnt ja einen Preis vorschlagen und dann werden wir uns da ganz sicher einig. Und wenn ihr noch Fragen oder irgendetwas habt, was euch dazu noch interessiert, dann schreibt mir wie gesagt einfach eine Nachricht und ja, dann würde ich mich freuen, wenn ich von euch eben eine Rückmeldung bekäme und von dem einen oder anderen ein Angebot. Ich hoffe, wie gesagt, dass ich euch damit eine kleine Chance biete, einen Fahrarbeitsplatz zu erwerben und freue mich auf jeden Fall auf zahlreiche Zuschriften. Am Schluss nochmal sei betont, dass das ein Privatverkauf ist und keine Garantie und keine Rücknahme übernommen wird. Ja, damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis demnächst.